Der medizinische Nachwuchs ist überwiegend weiblich. Dennoch entscheiden sich relativ wenig Ärztinnen für Orthopädie und Unfallchirurgie. Wie wollen Sie künftig mehr Frauen für Ihre Fachrichtung gewinnen? Also wir haben ja Nachwuchs. Es gibt genug Medizinstudierende. Das Problem ist, dass diese jungen Menschen in der frühen Phase ihrer Ausbildung in andere Fächer abwandern. Das heißt, wir müssen sie von Orthopädie überzeugen, von Orthopädie und Unfallchirurgie. Und das geht am besten über Aufklärung, Inspiration und langfristige Unterstützung. Und dann haben wir sie in unserem Fachbereich. Wir müssen dafür sorgen, dass, wenn sie Auszeit nehmen, wir sie gut wieder integrieren in den Beruf. Ich glaube, das ist ganz entscheidend und da braucht es extrem viel Flexibilität des Arbeitgebers. Es braucht aber auch ein gewisses Commitment der jungen Menschen, wieder in den Beruf einzutreten und vor allen Dingen sich dann auch dort anzuschließen, wo sie einmal die Klinik verlassen haben. Was hilft jungen Frauen, die in Orthopädie und Unfallchirurgie Karriere machen wollen? Wir müssen sie zum Beispiel auch während ihrer Schwangerschaft weiter beschäftigen können, damit sie dort vorankommen und ihre Karriere ausbauen können. Dazu gehört mein Herzensprojekt. Das ist ein fachübergreifendes Konsensuspapier, was wir mit 18 Fachgesellschaften verabschiedet haben. 44 Autoren und Autorinnen, denen es gelungen ist, Positivkataloge zu verabschieden, die aufzeigen, welche Eingriffe während einer Schwangerschaft weiter möglich sind. Wir brauchen ein Umdenken in den Köpfen. Wir brauchen flexiblere Arbeitszeitmodelle. Wir müssen darüber nachdenken, wie groß die Instrumente im OP wirklich sein müssen, damit sie jeder in den Griff bekommen kann. Und Stipendien müssen auch nach Beendigung einer Schwangerschaft und der Elternzeit weiter bewerbbar sein für Frauen. Und das Wichtigste ist, wir müssen uns als Frauen vernetzen.